So, da sind wir in einer neuen Runde. Zusammen mit dem... Wo ist er denn? Ah, da. Zusammen mit dem lieben Andi. Und eine Eventkarte wieder mal, ne? Schön dunkel und unüberschaubar oder unübersehbar. Unübersichtlich. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Da hat's mal wieder... Mal wieder meine Beleuchtung eliminiert. Das dritte Mal heute Abend schon, glaube ich das? Ja. Ja. Irgendeine Wesenheit will mir etwas mitteilen, scheint mir. Dass meine Beleuchtung laufend umkippt. Ja. Was ist denn hier da? Würde mich jetzt nicht mal wundern. Ist jetzt hier sogar schon. Simulator ist natürlich uncool. Oh, Gegner in der Nähe. Hier sind schon Spieler in der Nähe. Hat irgendwo ein Event-Ding gerade angefangen rumzuheulen. Sie halt mega auf dem Präsentierteller, ne? Ist auch nicht so cool. Ich die Leiter nicht mehr runterkommen, glaube ich, dass ich bin zu fett. Das ist die traurige Wahrheit, ich bin zu fett. Oh, nächster Hinweis. Die Richtung. Okay. So. Sieht die Map aus? Ausgang ist hinter uns, okay. Wie gesagt, das einzige Beruhigende an der Situation ist halt immer, dass es maximal zwei Leute pro Team sind. Das heißt, es ist eine, ich möchte nicht sagen einfache, aber zumindest eine etwas überschaubare Anzahl an Gegnern. Macht die Sache ein klein bisschen überschaubarer. Okay. Soll das hier drinnen sein? Oh. Hinweisschreit. Okay, der trifft halt gar nichts, ne? Scheiße. Oh, come on! Zwei Spieler gewässert und der Grunt killt mich? Das ist jetzt nicht dir ernst, ey. Oh, come on, ey. Das ist jetzt echt Karma, ey. Oh, Mann. Zwei Spieler gemessert und der Grunt hittet mich und killt mich, ey. Oh, das setze ich dir ernst. Wow, das wäre jetzt was für ein Clip, ey. Das ist jetzt nicht dir ernst gerade. Ah, oh, Mann. Naja, mal gucken, wie die nächste Runde wird. Die kann nur besser werden. Also das negative Karma, das muss die nächste Runde wieder rausreißen. Gucken wir mal. So, nächste Runde und wieder an meiner Seite der liebe Andi. So, dann wollen wir mal gucken. Dann gucken wir mal. Ich habe schon in der letzten Runde so eine schöne Nagant erbeutet und muss ich mich jetzt extra anstrengen. Oh, Kacke. Ich habe nichts zum... Wobei, doch, ich hätte was zum... Ja, doch, ich habe was zum Schlagen. Oh.
Hab ich gar nicht dran gedacht, dass das Ding ja auch Schlagring ist, ne? Du musst das Event-Ding hier gleich noch mit. Ach nee, nicht noch ein Emulator. Ja, das Schlagringmesser ist zwar teurer geworden, aber ist nach wie vor halt mit die beste Waffe, ne? Weil du halt auf einen Schlag gleich beide Möglichkeiten abdeckst. Kannst halt alles damit killen, was halt ein Messer braucht, und kannst gleichzeitig alles damit killen, was ein Schlagring braucht. Also sozusagen durchaus mal eine Investition, die man mal tätigen kann. Mal Lucky Lucky. Gucken wir mal ganz verschmitzt hoch, ob hier irgendwas Cooles drin ist. Hier irgendwas? Oh, was ist denn das hier? Eine Springfield Meisterschütze. Andi, kannst du die brauchen? Eine Springfield mit Meisterschützenscope? Ja, ne Martini. Ihr Schusssegen. Keine Ahnung, was das ist. Um Siegel zu brechen, 4 Schusssegen aufzunehmen. Nehme ich mal mit. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hier wäre jedenfalls eine Springfield. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich da gerade eingesammelt habe. 4 Schusssegen. Hinweis ist da vorne irgendwo. Das wäre jetzt echt ärgerlich, wenn ich die Nagant verschwenden würde. Ich muss unbedingt darauf achten, dass ich die Runde, die nicht leichtfertig, verschwende. Oh. Oh, Kacke. Hast du diese Typen mit dem Stacheldraht? Ja gut, das macht hier nicht viel Sinn. Ich würde jetzt hier gerade noch mal eine Stolperfalle hinlegen, aber das macht nicht viel Sinn. So, jetzt haben wir 2 mögliche Hinweise noch. Ein bisschen kurios, da es eh nur einen Boss gibt. Man hier irgendwie durch? Oh ja. Ach, Krähen. Leck mich doch mit den Krähen. So, Hinweis noch einmal da und einmal. Hä? Wo ist denn jetzt weiter jetzt? Ach, da hinten. Oh, nehmen wir erstmal den hier, ne? Da sind, glaube ich, auch Krähen. Boah, Alter, überall Krähen. Was ist denn hier los? Ist der heute Bauernmarkt oder was ist hier los? Ich bin mit dem Getreidefeld hier, ne? Okay, das ging erschreckend schnell. So, wo ist das Ganze? Ach, du bist ja voll im Norden. Was wir machen könnten, wir könnten hier zur Mitte laufen. Und falls wir noch Punkte haben sollten, könnten wir uns da noch einen extra Bounty schnappen. Mit dem Event jetzt auch gerade neu. Mal gucken. Ich muss jetzt hier hinten irgendwo sein. Naja, freie Fläche, ich hasse es. Die Anti-McDonalds-Werbung. Nicht ich liebe es, sondern ich hasse es. Ich hasse es. Na, 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 na. So. So, achso, da ist das Ding. Hey.
Hat man uns den Hinweis vergessen? Oh, hier sind jede Menge von diesen Hinweisen. Okay, umso besser. So. So, dann nehmen wir uns die Trophäe einfach mal mit hier, ne? Sprengstoffkiste. Ah, warte mal, was haben wir denn alles so? Ja, weiß ich mal. Weg damit. Dynamitstange, wow. So. Müssen wir in die Richtung. Oh, das ist halt echt weit weg, ne? Ich meine, man könnte auch überlegen, dass wir sagen, wir gehen in die Rückseite und nehmen das Bounty, was wir haben, aber das Problem ist, wir sind halt jetzt auch gleichzeitig eine Zielscheibe, ne? Ist jetzt ein Vorteil und ein Nachteil gleichzeitig. Wie gesagt, einerseits können wir natürlich scouten, wo hier Leute sind, bevor wir loslaufen, aber andererseits sehen die halt auf der Karte auch, wann wir kommen. Oh. Praktisch. Das ist halt echt weit weg, ne? Warte mal, ich hab doch hier noch... Oh, sein Ernst? Der aus. Oh ja, so. Da irgendwas liegen lassen? Oh ja, hat was liegen lassen. Eisernes Auge. Dann schnappen wir uns das eventuell auch gleich noch. Oh. Die Sache ist, die müssen eh zum Ausgang. Laufen wir mal so parallel, dass wir denen zur Not versuchen können, den Weg abzuschneiden. Problem ist, es ist ein Zweierteam, das diesmal das Bounty hat. Das macht es ein bisschen komplizierter. Bis jetzt sind sie immer noch da beim Compound. Ne? Haben sich bis jetzt noch nicht bewegt. Wir müssten hier ein klein bisschen aufpassen. Ne? Das ist mir hier zu ruhig. Vor uns sind Schüsse. Hä? Ach so, da oben. Die laufen ganz oben am Kartenrand lang. Guck mal, wir versuchen mal, ob wir die abschneiden können. Müssen wir uns noch mal ein bisschen beeilen. Dann müssen wir jetzt ein bisschen durchsprinten. Versuchen, oben am Kartenrand abzuhauen, damit man sie nicht sieht. Ist clever, aber... Lass noch mal Blutpunkte kramen. Hm, müssen wir uns ein bisschen ranhalten hier. Müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Wir sind, glaube ich, vor uns da. Das wird wirklich Sekundenarbeit. Das wird leider direkt vor uns. Naja, wir sind schon ein bisschen weiter vor uns. Das wird jetzt echt... Oh, die werden verfolgt. Zwei von denen sind schon so da vorne. Die sind schon am Ausgang. Shit.
Ach, shit. Ich wollte gerade die Antigiftspritze nehmen. Mist. Ah! Mist. Er hatte mich schon gut abgeämmt. Ah, die sind abgehauen, ne? Die sind entkommen. Problem ist, da waren noch welche, die wiederum verfolgt haben. Das wird jetzt echt kritisch. Können wir nur versuchen, ob wir auch vielleicht schnell rauskommen aus dem Dings. Problem ist, ich hab diesen Bug wieder. Ich hab diesen Wiederbelebungsbug halt leider wieder. Oh, bist du drinne? Ja, bist drinne. Gut. Oh, das war knapp. Ah, das ist ein Bug, den gibt's schon ewig und den muss Crytek dringend mal fixen. Dass wenn du vergiftet bist und stirbst dabei gerade, dass dann, wenn du wiederbelebt wirst, dass du zwar keine Giftanzeige mehr hast, aber dein ganzer Bildschirm weiterhin so verschwommen ist, als ob du immer noch vergiftet bist. Und das geht halt auch nicht weg. Das ist halt echt ätzend. Das ist ein langwieriger Bug, der dringend mal gefixt werden muss. Also der ist jetzt nicht erst seit kurzem, der ist wirklich schon lange drin. Das Problem ist, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, ich hatte mal einen Walkaround oder einen Trick gefunden, um den zu beheben. Aber fragt mich nicht mehr, wie ich das hingekriegt hatte. Ich hatte das irgendwie mal geschafft, den zu beheben, den Bug. Muss ich mal ein bisschen rumexperimentieren, ob ich das nochmal hinkriege. So. Nicht schlecht. Gute Arbeit geleistet, Andi. Das Team hast du alleine weggeholt. Sehr gut, sehr gut. Ärgert mich, dass die rausgekommen sind, ne? Die sind tatsächlich noch rausgekommen. Aber ich glaube sogar mit der Giftfalle. Nicht schlecht. Ja, war ziemlich knapp. Aber dass die es rausgeschafft haben, ärgert mich, ne? Ich war halt schon drin im Einzugsbereich. Ich war derjenige, der es blockiert hatte. Dadurch hatten sie mich wahrscheinlich gleich gefokust. Oh, trotzdem nochmal gut rausgeholt. Das war nicht schlecht. So, bin mal gespannt, wie die nächsten Runden so werden, ne? Bis dann.